ihr schwebt ein paar Augen. Nur hatten sie keine Pupillen. Ich hörte ein mir seltsames, vertrautes, kaltes, scharfes Lachen. Nur woher kannte ich es? Dann sah ich große schwarze Gestalten mit langen, dünnen Gliedmaßen und riesig schwarzen Drachen. Dann sah ich das grüne, dünne Wesen, haufenweise Skelette und Zombies. Und natürlich auch haufenweise riesige Spinnen. Und immer wieder spielten in meinem Kopf die Szenen dieser großen Schlacht. Doch auch Menschen, die teilweise meinen Namen riefen. Ganze Gebirge stürzten ein und begruben eine Legion Menschen unter sich. Als ein Heer grüner Wesen sich auf den Bergen verteilte und die Wesen sich gleichzeitig zertrennierten. Dann drehte sich alles und in der Mitte schwebte das pupillenlose Augenpaar und das Lachen dröhnte in meinen Kopf. Schließlich wurde ein Wort immer wieder erwähnt, erst ganz leise und dann immer leiser. Schuldig. 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 Ich wachte mit einem Schrei auf. Ich lag in meinem Bett und drei Personen hatten sich um dieses Bett versammelt und sah mich besorgt an. Zwei von ihnen waren männlich und hatten lange Nasen und trugen braune Kutten. Die dritte Person war weiblich. Sie hatte pinkes Haar und trug ein Sommerkleid. Halbmüde richtete ich mich mit dem Oberkörper auf. Hi, die drei Personen atmeten auf. Die Frau sagte, Notch sei Dank. Wir haben uns große Sorgen um dich gemacht. Ein Mann nickte. Du hast im Schlaf gesprochen. Du hast dein Wort gemurmelt. Was war's? Schuldig, sagte ich, selbstsicher. Nein, sagte der andere Mann. Ein Namen. Ich weiß es nicht mehr. Auch die Frau zuckte mit den Achseln. Sie lächelte ihn an und reichte ihm eine Hand. Ich bin Hannibal. Das ist mein Vater Israel und das ist Margulith, der Arzt des Dorfes und mein Bruder. Und wer bist du? Ich bin Steve. Wo bin ich? Israel antwortet. Im Dorf Millionär, am Rand der großen Wüste. Ich seufzte. Denn das alles sagte mir überhaupt nichts. Dann fragte ich, und was ist mit den Monstern? Die drei zuckten zusammen. Hannibal antwortet zitternd, oh ja, monatlich, um unsere Items zu fordern. Dafür lassen sie uns in Frieden leben. Das ist ja grauenvoll. Warum wehrt ihr euch nicht? Margulith lachte auf. Wir haben keine anständigen Waffen und wissen nicht, wie man sie herstellt. Außerdem sind wir 50 und die Monster 1000. Ich nickte langsam, da verstand ich. Hannibal kramte in eine Schublade. Da, das war in deiner Hosentasche. Aber solche Schriftzeichen habe ich noch nie gesehen. Sie holte ein ledergebundenes Buch hervor und gab es mir. Ich konnte die Schrift problemlos lesen. Sie sah mich neugierig an. Ich las den Titel vor. Die Sogamis Craft Rezeptbuch. Von Werkzeugen bis hin zum Färben von Wolle. Alles in einem Buch. Es kommt mir bekannt vor. Wieder trat ich kurz weg. Ich sah, wie viele andere Leute in diesem Buch lasen. Sie dann ein paar Materialien holten und sie zu einem kastenförmigen Block trugen. Sie legten die Ressourcen auf den Block und hoben ihre Hände. Dann vereinigten sich die Materialien zu einer Schere. Ich kam wieder zu mir. Die anderen drei sahen mich wieder besorgt an. Was war denn jetzt wieder los? Fragte Hannibal. Ich werde von Vision oder Erinnerung und Bildern verfolgt. Entweder sind es Vision oder Erinnerung. Aber ich kann sie nicht zusammensetzen. War hier vor kurzem ein Krieg? Israel sah mich merkwürdig an. Du bist wirklich nicht von hier. Ja, hier war ein Krieg. Aber kein gewöhnlicher. Ein gigantischer. Die Monster gegen das Geschlecht der Minecrafter. Auch bei diesem Namen, damit wir mir etwas. Aber ich wollte ihn nicht unterbrechen. Das ist aber auch schon länger her. 2 Jahre. Es fing damit an, dass die Monster die Herrschaft der Minecrafter bedrohte. Deswegen brach ein Krieg aus. Ein nie dagewesener. Vor mir schwebten ein paar Augen. Nur hatten sie keine Pupillen. Ich hörte ein mir seltsam vertrautes, kaltes, scharfes Lachen. Nur woher kannte ich es? Dann sah ich große schwarze Gestalten mit langen, dünnen Gliedmaßen und riesige schwarze Drachen. Dann sah ich das grüne Wesen. Haufenweise Skelette und Zombies. Und natürlich haufenweise riesige Spinnen. Und immer wieder spielten in meinem Kopf die Szenen dieser großen Schlacht. Doch auch Menschen, die teilweise meinen Namen riefen. Ganze Gebirge stürzten ein und begruben eine Legion Menschen unter sich, als ein Heer grüner Wesen sich auf den Bergen verteilte und die Wesen sich gleichzeitig detonierten. Dann drehte sich alles und in der Mitte schwebte das pupillenlose Augenpaar und das Lachen dröhnte in meinen Kopf. Schließlich wurde ein Wort immer wieder erwähnt, erst ganz leise und dann immer leiser. Schuldig, schuldig. Ich wachte mit einem Schrei auf. Ich lag in meinem Bett. Und drei Personen hatten sich um dieses Bett versammelt und sahen mich besorgt an.
Zwei von ihnen waren männlich und hatten lange Nasen und trugen braune Kutten. Die dritte Person war weiblich, sie hatte pinkes Haar und trug ein Sommerkleid. Halbmüde richtete ich mich mit dem Oberkörper auf. Hi. Die drei Personen atmeten auf. Die Frau sagte, Not sei Dank, wir haben uns große Sorgen um dich gemacht. Ein Mann nickte, du hast im Schlaf gesprochen, du hast ein Wort gemurmelt. Was war's? Schuldig? Fragte ich selbstsicher. Nein, sagte der Mann. Einen Namen? Ich weiß es nicht mehr. Auch die Frau zuckte mit den Achseln. So lächelte ihn an und reichte ihm eine Hand. Ich bin Hannibal. Das ist mein Vater Israel und das ist Margliff, der Arzt des Dorfes, und mein Bruder. Und wer bist du? Ich bin Steve. Wo bin ich? Israel antwortete, im Dorf Millionär, am Rand der großen Wüste. Ich seufzte, denn das alles sagte mir überhaupt nichts. Dann fragte ich, und was ist mit den Monstern? Die drei zuckten zusammen. Hannibal antwortete zitternd, oh ja, die kommen monatlich, um unsere Items zu fordern. Dafür lassen sie uns im Frieden leben. Das ist ja grauenvoll, warum wehrt ihr euch nicht? Margliff lachte auf. Wir haben keine anständigen Waffen und wissen nicht, wie man sie herstellt. Außerdem sind wir 50 und die Monster zu uns. Ich nickte langsam. Dann verstand ich. Hannibal kramte in einer Schublade. Da, das war in deiner Hosentasche. Aber solche Schriftzeichen habe ich noch nie gesehen. Sie holte ein in Leder gebundenes Buch hervor und gab es mir. Ich konnte die Schrift problemlos lesen. Sie sahen ihn neugierig an. Ich las den Titel vor. Risogamis Craft Rezeptbuch. Von Werkzeugen bis hin zum Färben von Wolle. Alles in einem Buch. Das kommt mir bekannt vor. Wieder trat ich kurz weg. Ich sah, wie viele andere Leute in diesem Buch lasen, sie dann ein paar Materialien holten und die zu einem Kastenförmigen abtragen. Sie die Ressourcen auf den Block und hoben ihre Hände. Dann vereinigten sich die Materialien zu einer Schere. Ich kam wieder zu mir. Die anderen drei sahen mich wieder besorgt an. Was war denn jetzt wieder los? Fragte Hannibal. Ich werde immer wieder von diesen Bildern verfolgt. Entweder sind es Visionen oder Erinnerungen. Aber ich kann sie nicht zusammensetzen. War hier vor kurzem ein Krieg? Israel sah mich merkwürdig an. Du bist wirklich nicht von hier. Ja, hier war ein Krieg, aber kein gewöhnlicher, ein gigantischer. Die Monster gegen das Geschlecht der Minecrafter. Ach, bei diesem Namen dämmerte mir etwas, aber ich wollte ihn nicht unterbrechen. Das ist aber auch schon länger her, 2 Jahre. Es fing damit an, dass die Monster die Herrschaft der Minecrafter bedrohte. Deswegen brach ein Krieg aus, ein nie dagewesener. Doch eines Tages verschwanden die Minecrafter ohne jede Spur. Das heißt, sie haben in einer anderen Dimension weitergekämpft. Aber weiter weiß keiner. Nur, dass die seither nicht mehr gesehen wurden und dass die Zahl der Monster beträchtlich dezimiert worden ist. Was aber aus den Minecraftern oder Dimensionen geschehen ist, gibt es verschiedene Theorien. Aber Fakt ist, dass du anscheinend ein Überlebender bist. Denn das Craften ist eine Zauberkunst, die nur von den Minecraftern beherrscht wird. Ich habe noch nie eines ihrer Rezeptbücher gesehen. Du musst ein Minecrafter sein. Aber das wissen wir erst dann genau, wenn wir wissen, woran du dich überhaupt erinnert hast. Ich überlegte. An die Monster, den Prozess des Craftens und an gigantische Schlachten. Mensch gegen Monster. Sie nickten. Ich lächelte. Also bin ich ein Minecrafter. Cool. Und der letzte wahrscheinlich auch noch. Wartet, da war noch etwas. Eine Gestalt im Nebel. Und dieses Augenpaar. Ich kenne das. Irgendwoher. Nur wer ist das? Hannibal legte ihre Hand auf meine Schulter. Das wirst du schon herausfinden. Ich lächelte, aber ich glaubte ihr nicht. Das Skelett und der Zombie aus der Höhle traten in eine Lichtung. Nebel umgab den gesamten Wald. Sie klopften auf den Boden und ein geheimes Tor wurde geöffnet. Sie gingen durch endlos zerstörte Korridore, bis sie ein Portal im Boden erreichten. Sie betraten es und wurden in eine andere Dimension katapultiert. Als sie wieder klar sehen konnten, gingen sie weiter. Diese Dimension war zerstört und von Ruinen übersät. Große, mächtige Türme ragten aus dem kalten, toten, mutierten Gestein hervor und ragten in den Himmel. Mehrere Drachen kreisten in der Luft und es war sehr nebelig, nebliger als im Wald. Große, dünne, schwarze Gestalten mit leuchtenden, lila Augen starrten sie an und umkreisten die beiden. In der Mitte dieser fliegenden Insel prangte ein Berg und auf diesem Berg lag das Zentrum des Nebels und jener schien einen Thron zu umkreisen, auf dem eine verborgene Gestalt saß, neben der sich ein Drache ausruhte. Die Gestalt aus dem Nebel, der zu sickern schien, streichelte zärtlich den Kopf des Drachens und beugte die zwei Monster neugierig. Was wollt ihr an meinem Thron? Flüsterte die Gestalt. Seine Stimme hallte durch die gesamte Dimension und das Echo ließ allen Monstern einen Schauer über den Rücken laufen. Der Zombie und das Skelett verbeugten sich. Herr, heute hat ein Mensch unsere Höhle betreten. Ja, ich weiß, und?
Es muss der Minecrafter sein, der sich Steve nennt. Die Gestalt krallte sich in seinen Thron und der Drache vor ihm zurück. Was? Er entspricht ihm in die Hinsicht. Es muss Steve sein. Die Gestalt erhob sich und sprach. Aber das kann nicht sein. Du musst dich irren. Wieder einmal mischt sich Steve in meine Pläne ein. Muss ich noch doch jeden ausschicken, der erst im entscheidenden Moment diese Dimension erblicken sollte. Er schnippte und der Drache wich an seine Seite. Geh, bleibe unbemerkt, spioniere die Umgebung des Berges zur Wüste aus, gegebenenfalls das Dorf Millionär. Schau nach, ob die Vermutung dieser beiden stimmt. Der Drache nickte und breitete seine Flügel aus und flog in Richtung Portal. Dann wandte er sich an die beiden Monster. Skelett, du gehst zu deinem Posten zurück. Und du, Zombie, du hast die schlechte Nachricht überbracht. Du weißt, was das heißt. Drachen, Abendessen. Hunderte von Drachen stürzten sich auf den Zombie. Die Gestalt sank in den Thron. Steve, solltest du noch am Leben sein, dann wirst du diese Tatsache jetzt bereuen.